Schulter des jungen Pflegers den Gang hinunter. Sie wusste sofort, wen er meinte, denn sie erkannte den Mann in derselben Sekunde. Auch wenn er jetzt einen maßgeschneiderten Anzug trug, anstelle von Jeans und einem zerfetzten Hemd, wie es bei ihrem ersten Zusammentreffen getan hatte, in der Straße bei dem alten Abbruchgelände. Als irgendwelche Gestalten versucht hatten, ihn umzubringen. Als dieses andere in ihr erwacht war. Diese seltsame Kraft, die sie beinahe getötet hatte. Hexenfluch, der neue Roman von Lynn Raven.